wir reden gleich mal mit den Freunden, aber erstmal gucken wir uns ein bisschen die Landschaft an. Das ist am interessantesten, glaube ich. Das ich ist viel zwar nicht mehr hinter Gittern, aber immer noch ein Gefangener. Ein Gestrandeter auf einem Meer von Eis. Toll. Warum ist eigentlich niemand dabei, wenn ich so etwas Tiefgründiges von mir gebe? Aber ich bin noch da. Hallo? Hörst du mich nicht? Hallo? Hallo? Ich glaube, er hört mich nicht. Na gut, dann gebe ich ihm weiter Befehle. Innere. Das ist eine einzige Katastrophe. Selbst wenn ich mich mit Luftschiffen auskennen würde, bräuchte ich Wochen, um das alles zu reparieren. Okay. Was ist das da für ein Männchen? Das ist doch sicherlich irgendeine Referenz zu irgendwas, was ich nicht kenne. Kann nicht anders sein. Na gut, sprechen wir mal mit Petra. Wo heißt sie überhaupt so? Noch eine Schiffbrüchige ist? Ich meine, was sollte ein normaler Mensch sonst hier wollen? Ich möchte mit dir reden. Hallo. Hi. Hä? Die dreht mich doch. Ist das Ihr Abfall? Das ist mein Schiff. Ich bin hier abgestürzt. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass das hier ein von Petra bewachtes Naturschutzgebiet ist. Wer ist Petra? Ist mal ernsthaft. Was tust du hier? Ich sammle Fronterfahrung. Der Krieg tobt im Süden. Das ist der Krieg der Menschen, Zwerge, Orks und all der anderen Stinker. Dies hier ist der Kampf um die Natur. Wer gewinnt? Petra wird gewinnen. Meine Tierschutzorganisation. Ach ja. Ja, du trägst einen schönen Pullover. Nach dem Krieg... Na egal, ich frage mal weiter. Was ist Petra? Petra befindet sich noch in der Gründung. Aber es wird ein Bündnis der besten, engagiertesten und großartigsten Menschen sein. Ein Bündnis von Männern? Wir werden Geld und Einfluss haben und egal wo ihr hinschaut, überall wird unser moralischer Zeigefinger schon auf euch warten. Aha. Wir verdienen unser Geld mit Spenden und Merchandising. Jeder kann sich bei uns ein gutes Gewissen kaufen. Und das soll dann die Umwelt schützen? Genau. Aha. Das Problem ist bloß, dass Talente meistens sehr teuer sind und die wenigsten Leute, die wirklich Fähigkeiten haben, tun das einfach so umsonst, so für einen guten Zweck. Das Problem ist, dass Geld und irgendwie hohe moralische Werte irgendwie absolut nicht zueinander passen. Es hat sich bis jetzt immer gezeigt, dass wo Geld hinter ist, da ist die Moral meistens ganz weit unten. Deswegen klappt sowas mit viel Geld und so nicht. Es sei denn, es würde einen radikalen Wandel in der menschlichen Mentalität geben. Na gut, dann fragen wir mal weiter. Schöner Pullover. Sehr schöne Pullover, die du da hast. Selbst gemacht, natürlich. Bei gekaufter Kleidung werden Tiere ihrer Wolle beraubt. Und hä? Wenn du den Tieren keine Wolle wegnehmen willst, woraus sind dann deine Pullover? Schwitzwolle. Hä? Was? Schwitzwolle. Das ist Wolle, die die Schafe nicht mehr haben wollen. Aber... Woher willst du das wissen? Ich beobachte die Schafe. Und wenn es im Sommer so warm ist, dass sie unter ihrer dicken Winterwolle zu schwitzen beginnen, dann frage ich sie, ob ich sie scheren soll. Und was sagen Sie? Ja, gerne. Glaube ich zumindest. Das sind also Schwitzwollpullover. Richtig, sie sind großartig. Allein der Geruch ist so... Natürlich. Ja, ist ja nicht so, dass Schafe nicht sowieso schon irgendwie darauf getüchtet werden, besonders viel Wolle zu machen. Die muss man sogar scheren, weil es gab irgendwo sind mal zwei Schafe ausgebrochen, die hat man nach ein paar Monaten wiedergefunden. Die hatten dann 10 Meter Pelz drauf. Das ist für die Schafe eigentlich ganz gut, geschert zu werden. Naja, egal, fragen wir weiter. Und du sitzt hier die ganze Zeit auf einem kalten Stein und schaust in die Landschaft? Gehst du nie weg? Ich meine, du musst doch auch mal was essen. Das ist in der Tat ein Problem. Ich hatte mir Brote geschmiert, aber die sind alle. Und hier gibt es nicht sonderlich viel zu essen für eine Vegomanin. Hä? Vegomanin? Ich esse nichts, was aus Tieren gemacht ist, was Tiere vielleicht essen würden oder was Tiere schon mal gegessen haben. Außerdem bin ich gegen magische Geschmacksverstärker. Also Veganer dritter Stufe. Nichts essen, was einen Schatten wirft. Na gut, wogegen protestierst du? Ja, ist ja eigentlich... Ach, also ich finde, in der Antarktis können die gerne protestieren. Also eigentlich ist ja ein ernstes... Oh Gott, da habe ich mich jetzt aber wieder in ganz fiese Themen rein. Also generell ist es ja absolut nicht in Ordnung so. Und Ziele sind her, aber wenn ich gerade einkaufen möchte und ich irgendwie genervt werde von irgendwelchen Leuten, dann finde ich das auch nicht okay. Aber wenn die in der Antarktis protestieren würden, fände ich das super. Dann nerven die mich nicht. Aber ansonsten, gute Leute. Und du protestierst gegen... Alles, was nicht stimmt in dieser Welt. Alles? Das ist eine Menge zu tun.
Der Krieg, die Zerstörung ganzer Städte, die Ausbeutung der Arbeiter in der Rüstungsindustrie, die alleingelassenen Waisen. Ach was, die sind doch alle selber schuld. Ich kümmere mich um die, die sich nicht selber schützen können. Die Tiere. Und das tust du wie? Ich bin zum Beispiel in Schnitzlingen von Hof zu Hof und habe 2 Dutzend Rinder befreit. Aha. Die sind zwar dann im Winter alle umgekommen, weil sie nicht genug Futter gefunden haben, aber besser tot als ein Gefangener der Fleischfresser. Ich wäre gerne frei und am Leben. Ich habe ein Stück Leder von einem der Höfe mitgenommen. Es soll mich immer daran erinnern, dass ich etwas Gutes getan habe. Du bist eine Heldin. Mhm. Das kriegen wir doch hundertprozentig nicht. Dieses Lederstück, kann ich das haben? Was willst du damit? Gutes. Ich werde damit viel Gutes tun und Missstände anprangern. Mit einem Lederlappen? Natürlich, denn es ist nicht nur irgendein Lederlappen, es ist Petras Lederlappen. Mit ihm werde ich durchs Land ziehen und den Menschen die inspirierende Geschichte der Mut. Das glaubst du ja nicht selber, oder? Ja, was soll's. Du kaufst mir das doch sowieso nicht ab. Hm? Was? Ist es Andenken? Ich hätte gerne ein Andenken an dich. Oh, also, wieso das? Ich glaube, dass du mal sehr berühmt werden wirst. Tatsächlich? Du bist rücksichtslos, selbstherrlich und völlig verrückt. Du wirst es weit bringen. Vielen Dank. Bitte. Dann würde ich sagen können, die kannte ich schon, als sie uns nur in den Nordlanden auf die Nerven gefallen ist. Also gut, nimm das Lederstück als Andenken. Was? Okay. Ja, okay, wir haben ein Lederstück. Ach, ich hätte mal gucken sollen vorhin. Wie heißt du eigentlich? Petra, natürlich. Genau wie meine Organisation. Den Namen werde ich mir merken. Da, gegen! Petra. Nicht mit Petra reden. Petra ist verrückt. Halt dich fern von Petra. Ein alter, graubrauner und recht steifer Lederlappen. Grau wie die Haut eines Olifanten. Es gibt hier Olifanten? Krass. So, gucken wir, was haben wir. Wrack der Mary. Reden mit Fieber. Gucken wir mal kurz Leertaste, damit ich nicht vergesse. Was ist denn? Hallo, Nate. Nate. Laufen, danke. Ich habe hier eine Planke. Trümmerstück. Lauf! Ich hätte meinen Triumph über Marsas nicht so auskosten sollen. Wenn man sein Schiff durch ein Gebiet fliegender Inseln steuert, sollte man ab und zu nach vorne schauen. Quatsch. War überhaupt nicht dein Fehler. Jetzt nimm die Holzplanke mit. Mein Gott. So, jetzt haben wir ein Brett. Wahrscheinlich irgendwann von 1800 blablabla. Und naja, so wie halt nichts. Hallo, Vieh. Kannst du mir sagen, was ich jetzt tun soll? Niemals! Du meinst, da hinten werde ich weniger schnell sterben? Na toll. Können wir noch mit denen reden? Ich verzichte. Was denn? Das Vieh ist doch freundlich und zuvorkommend. Und nice Loch. Was können wir denn... Oh, wie er gleich losläuft. Sieht aus, als hätte jemand ein Loch ins Eis gesägt, um darin zu angeln. Aha. Können wir da vielleicht Holzplanken? Nee. Gut, kein Planking hier, also dann gucken wir mal kurz nochmal die Yeti-Höhle, aber ich ahne, dass der dumme Yeti schon wieder da ist und jetzt ist es ganz so schlecht, wenn er da ist, weil dann können wir da nicht viel machen. Aber ich kann vielleicht hier noch ein bisschen was mitnehmen. Mein überlegener technischer Verstand sagt mir, dass die Klingel klingeln wird, wenn ich an dieser Schnur ziehe. Ja, ich habe das nicht gewusst. Da könnte ich auch gleich zurück in den Kochtopf steigen. Nö. Wenigstens wäre es da wärmer als hier. Ja, aber auch nur so bis zu dem Moment, wo die... Ach, nee, egal. Vergessen wir es. Ich finde übrigens den Eissessel immer noch sehr hübsch. Schal? Den konnte man vorhin auch nicht mitnehmen. Strecken zu können ist in diesen Breiten vielleicht nicht ganz so sinnlos wie anderswo. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier für warme Socken und Schals einen Markt gibt. Quatsch. Aber er kocht einfach unverdrossen weiter, der Yeti, ne? Kalt. Aber hier hängt ein Faden raus. Den nehme ich mit. Nennen wir es reine Bosheit. Mhm. Ist klar. Kann ich vielleicht noch einen Haken mitnehmen, weil der sich bis jetzt immer so bewährt hat? Drastige. Ey, jetzt kann ich die Gemälde. Hervorragend. Ein gruseliges, haariges Monster und sein Freund, der Yeti. Oh. Was haben wir hier noch Schönes? Könnte ich jetzt vielleicht den Yeti fangen? Nee. Planken? Nein. Also wie immer probiere ich natürlich erstmal sinnlos rum. Ich schätze mal, ich komme nicht so weit. Ich gehe nicht näher ran. Ich sah schon einmal im Topf dieses Spinners.
Ja gut, können wir jetzt vielleicht den Griff mitnehmen? Das ist eine Waffe für... für Yeti-Ritter. Ein Skistock? Es ist unmöglich, auf den Yeti-Ritter-Spruch noch eins draufzusetzen. Deswegen sage ich dazu einfach gar nichts mehr. Doch! Oh, schade. Ach man, betrachte den Tontopf? Kann ich den vielleicht noch mitnehmen? Solange der Fellberg da steht, kann ich nicht nachschauen, was im Topf ist. Ja, der Fellberg. Na gut, ignorieren wir den einfach, gucken wir erstmal mal zum Raumschiff. Na, oh, der kann laufen, wenn man schnell genug drückt. Das ist natürlich ganz praktisch. Dann gehen wir jetzt einfach hier mal kurz dem Pfad. Das Vieh kommt ja auch mit. Da hinten hast du dein Versteck? Palup. Warum nicht? Schlimmer kann es kaum werden. Oh, doch. Schlimmer geht immer. Hey. Gehört dir und deinen Leuten der ganze Kram hier? Wisst ihr, wie man damit umgeht? Ich meine, könntet ihr vielleicht ein Luftschiff reparieren? Okay, hier ist der Plan. Ihr helft mir, die Mary zu reparieren, bevor Sasi auftaucht. Und dann helfe ich euch natürlich auch irgendwie, in Ordnung? Keine Ahnung, habt ihr sowas wie einen Anführer? Bring mich zu ihm. Es leuchtet gar nicht mehr. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das mehr Hightech ist, als in einer normalen Viehwelt lebt. Also, die Welt wie auch immer, geht durchs Tor. Warte mal, einfach mal kurz eine Runde gucken. Betrachte Metallplatte, hey. Die Metallplatte sieht ziemlich schwer aus. Sie ist einige Zentimeter im Schnee. Oh, versunken. Diese Metallplatte. Ich dachte da irgendwas... Ach, nee, egal. Können wir die vielleicht raushebeln? Nee, gut. Ah, Lüftungsschacht. Lüftungsschächte sind immer sehr wichtig, deswegen gucke ich die gerne ein mal Ventilator. An. Er drückt kühle Nordlandluft in den Berg. Ja, ist auch gar nicht schlecht. Woanders wird die Luft rausgedrückt, hier wird sie reingedrückt. Aber sonst, nö, Vieh. Na, hat's was zu sagen? Oh Mann. Da drin ist euer Anführer? Wie geht sie auf? Hallo, Pa? Wer sein? Was wollen? Ich bräuchte Hilfe mit meinem Luftschiff. Es ist da hinten auf der Eisfläche abgestürzt. Hallo? Munkus, der Sohn der Erzhexe Mordroga? Was weißt du über ihn? Ich bin ihm ein paar Mal begegnet, wenn es sich nicht vermeiden ließ. Was habt ihr mit Munkus zu schaffen? Er hat uns etwas gestohlen. Unser Herz. Naja, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Es handelt sich um ein wichtiges Teil unserer Maschine. Ohne das Herz haben wir keine Energie und stecken hier fest. Die Stimme hört sich irgendwie sehr dramatisch an, so wie das... Na egal, Ende der Welt. Ich habe solche Geschöpfe wie euch noch nie gesehen. Und hätten wir unsere Mission erfüllt, hätte sich daran auch nichts geändert. Eure Mission? Wir sind Forscher. Entdecker. Wir reisen dorthin, wo nie zuvor jemand gewesen ist. Da habt ihr mit den Nordlanden einen Treffer gelandet, hä? Wie seid ihr hierher gekommen? Wo ist euer Schiff? Ich habe schon zu viel. Tja, ich brauche... Lasst mich ein, ich brauche Hilfe. Mein Luftschiff ist nur noch ein Wrack. Ich habe kein Werkzeug, ich habe keine Ersatzteile, ich habe keine Erfahrung in Sachen Luftschiffreparatur. Und zu allem Überfluss ist mir noch eine Kopfgeldjägerin auf den Fersen, die ich vielleicht besser nicht wütend gemacht hätte. Ach. Ich brauche wirklich Hilfe. Es tut mir leid, Mensch. Aber seit 2 Jahren sitzen meine Crew und ich hier fest... Keine Hilfe aus der Heimat hoffen. Wenn wir nicht bis morgen Abend das Herz haben, müssen wir ein weiteres Jahr auf eine günstige Reisegelegenheit warten. Oh. Und noch ein Jahr werde ich wohl nicht überstehen. Wir schaffen. Ganz ruhig. Eintreten. Wollen wir uns nicht lieber von Angesicht zu Angesicht unterhalten? Ich komme in Frieden. Das haben auch schon andere gesagt. Ihr seid noch nicht bereit, unsere Geheimnisse
Hm.